Hey ho, hier bin ich wieder und heute gibt's zuerst wieder ein Get Ready With Me. Ich dachte mir halt, ich mache da mal wieder die Kamera bei an. Ich zeige euch erstmal meinen Pulli, weil Pokémon Trainer, der ist so cool. Der ist aus der H&M Kinderabteilung, habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja, falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin ein Nerd und ich werde niemals erwachsen. Und ich wollte als Kind immer Pokémon-Trainer werden und jetzt kann ich's mit dem Pulli. Ja, wir machen uns heute ein Gesicht und zwar benutzen wir heute die Lime Crime Venus Immortalis Palette. Und ich würde sagen, ich muss mal hier den Spiegel, der macht schon wieder Dinge. Die swatchen wir erstmal. Wir machen die mal, die leuchtet auch im Dunkeln und das hier leuchtet, also das Außenrum, habe ich ein bisschen dreckig gemacht, leuchtet auch im Dunkeln. Also die gute Dame leuchtet und das da. Wir haben die Farben. Anziehen, das ist das Schwarz, Echo, Moth. Ich versuche auch mal schöne Swatches zu machen. Und ich habe die da. Und Moth ist so, ich kann es nicht beschreiben. Es hat so ein Pink Shift mit drin. Das ist jetzt hier. Vielleicht könnt ihr das am Finger ein bisschen, seht ihr das? Ist so ganz abgespaced. Es ist so grau mit Pink Shift. Irgendwie so. Also ich kann es noch mal kurz hochhalten. Also das ist hier der. Das ist so grau mit pinkem Shift. Das ist total abgespaced. Dann haben wir Marble. Das ist so ein Topper-Shade. So ein Glitzer-Topper-Flopper. Unveil und Ash. Das hier ist Unveil und das ist Ash. Och du Gott. Ich versuche mal schöne Swatches zu machen. Und Ash? Ich weiß nicht, was er hat. Er möchte nicht. So. Hier sieht man diesen Topper Shade. Das sieht man ganz gut. Und da Unveil und Ash. Und ja. Ich versuche mal schöne Swatches zu machen. www.funktioniert.net. Kann sich ja mal ein trockenes Tuch hier hinlegen. Und jetzt kommt noch Hail und Cameo. Oder Cameo, wie auch immer man das. Hail und Cameo. Cameo. Hail und Cameo. Und das ist die Palette, die wir heute mal benutzen. Und ich habe mir einen ganzen Ast voll Lippenstifte zurechtgelegt, weil ich nicht weiß, welcher am Ende es wird. Vielleicht auch gar keiner von denen, die hier liegen. Aber apropos Lippenstifte, ich zeige euch mal drei neue. Noch. Wo vielleicht ein oder zwei auch passen könnten. Wir müssen gucken. Und zwar diese drei. Den hier habe ich von meinem Freund geschenkt bekommen. Das ist, wie heißen die eigentlich? Von Essence, This Is Me. Das ist die 05 Legendary. It's gonna be Legend. Wait for it. Da. Nude, braun Nude. Dann wollte ich mal testen. Physicians Formula Muru Muru Butter Lipstick in Movin to Brazil. Und das Zeug ist weich. Heide, das sieht man auch. Ach du liebe Zeit, das ist flüssige Butter. Oh, da geht man ganz leicht drüber und schon verdätscht man das schon wieder. Das ist, also, I don't like it. Wir haben es getestet, aber das ist eine größere Sauerei, als es wert ist. Ganz im Ernst.
Und jetzt geht er nicht zurück und oh. Ich muss jetzt mal hier kurz putzi machen. Not nice. Und mein allererstes Produkt von 183 Days. Und zwar, ich weiß nicht, ob die neu sind, Velvet Berry Lipstick. Und das hier oben ist so Samt. Und zwar die 020 und die Farbe halt einfach, ne? Die Farbe. I love it. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann probierst du jetzt mal was. Also ich meine, diese... Die hatten da auch eine Palette zu diesem Berry-Krimskrams. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Farben da drin waren. Nicht viel auf jeden Fall. Ich glaube, die sollte 9 Euro kosten. Das war schon so ein bisschen okay. Irgendwas riecht jetzt hier komisch. Die Tücher. jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier mit meinem sauber gemachten Schnödel-Lödödel wieder nicht drüber gehe. Diese Blushes Kalinka, nee. Kalinka Blushes? Oh, weiß nicht. Finde ich die Farben geil, aber auch irgendwie, weiß nicht. Gut, wir fangen jetzt mal an hier. Löschen. Und als Foundation möchte ich heute mal die hier wieder benutzen. Die habe ich ja von der Frau Unfug bekommen. Ach so, übrigens das. Schön. Der Pumper ist kaputt bei dem. Ich muss den irgendwie umfüllen. Aktuell, solange noch relativ voll ist, mache ich das einfach so. Ist mir wurscht. Es ist mir morgens, ist mir das, also wollte ich den benutzen, dann ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich tatsächlich erst mal 5 Minuten probiert, ob er nicht doch noch funktionieren möchte. Und dann habe ich es aufgegeben. Und seitdem mache ich das jetzt erstmal so, bis ich irgendwann die Muße habe, mir was einfallen zu lassen. Ich habe mir gedacht, das Get Ready, ich versucht, also habe das jetzt heute echt mal versucht, früher zu drehen, dass wir da wenigstens noch so ein bisschen Licht haben. Das ist nicht so schlimm, wie das jetzt aussieht. Also wir haben heute echt mal teilweise so richtig schönes Wetter. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. So. Man sieht auch, meine Haut und ich, wir haben aktuell, sind wir wieder so ein bisschen im Clinch. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Das ist irgendwie geht da in der Mitte die Farbe raus. Das ist nicht dreckig. Der ist da einfach nur in der Mitte heller. Ich weiß auch nicht. Ist da, wo sind hier jetzt ein Haar rum? So, das war ja hier zum Aufdrehen. Wie mache ich das jetzt? Das hätte ich mir mal überlegen können. Clear. Ich habe eine Idee. Ich habe hier, das habe ich mir mal beim Kit gekauft und da mache ich da jetzt ein bisschen was drauf. Andere haben ja so Platten. Ich weiß nicht. So, dann probieren wir das mal so und dann holen wir erstmal, was ist jetzt hier so am Rand hängt noch. Also ich habe jetzt mal hier so viel drauf gemacht, ich weiß nicht. Wir sehen es gleich. Das reicht oder nicht. Schon lange nicht mehr benutzt, aber ich war jetzt dann auch, wenn ich Foundation benutzt habe, echt da dran, die andere aufzubrauchen. Und jetzt ist sie aufgebrochen, jetzt dachte ich mir, jetzt können wir wieder. Das ist nicht, ja, ist schon weg. Top. Das war zu wenig. Müssen wir ein bisschen was rausschütten. Was macht's denn jetzt hier? Im weißen Bart, ist auch schön. Gut, dann schütten wir noch ein bisschen was drauf. Okay. Wir gucken. Oh je. Ich habe keine Ahnung. Ja, so sieht es jetzt aus.
will heute noch ein Aufgebraucht eigentlich drehen. Ich habe geguckt, ich habe seit September schon wieder keins gedreht. Das ist der Wahnsinn. Ich bin so ein Honk. Aber es kommt, also die Zeit ist jetzt irgendwie, es kam mir nicht so lange vor. Ich dachte, ich hätte im Oktober eins gemacht. Kam mir nicht so lange vor. Aber okay. Ich weiß auch gar nicht, was ich so erzählen soll. War jetzt nicht so spannend in letzter Zeit, finde ich. Doch, ich hatte einen Wirbel draußen. Also mehrere. Also einen richtig draußen, der hat mir so ein bisschen das Zwerchfell geklemmt. Dadurch ist es mir auch aufgefallen, dass er irgendwann nicht so stimmt, weil beim tief Einatmen hat das die komplette linke Seite runtergezogen. Das war ein Traum. Und am Ende war ich dann beim Physiotherapeuten meiner Mutter und der hat geguckt und hat gesagt, jo, ist schön, dein linkes Bein, also der hat mich so da hingelegt, jetzt habe ich hier nur 5 Kilo. Der hat mich so auf seine Liege gelegt und voilà, also der ist hier auch. Hat dann gesagt, ja, dein linkes Bein ist 1,5 cm kürzer als dein rechtes. Also so verschoben war das. Und dann hat er das alles wieder gerichtet. Jetzt geht es wieder. So. Pudern wir das Ganze ab. Wo ist denn da jetzt? Da ist jetzt ein Glitzerding. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, man sieht's. Das ist jetzt von dem Schwamm. Auch schön. Wenn man sich das nicht durch das Augen-Make-up Glitzer überall hinstreut, dann macht man es halt mit dem Make-up-Schwamm. Ist auch okay. So. Jo. Sitzt aber jetzt alles irgendwie nicht so pralle, muss ich sagen. Von weiter weg geht's, aber auch nah. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder ein Peeling machen. Wer weiß das so genau? Bronzer ist hier immer noch. Und ich habe das Gefühl, da ist so, sind so zwei Schichten. Ich habe Schiss, dass mir die obere irgendwann runterbröckelt. Und blushtechnisch benutzen wir das hier. Das mag ich total gern. Zack. Ich mag das. Ja. Nochmal vielen Dank. Highlighter. Und beim Highlighter, ich habe mir diesen Pinsel gekauft aus dieser Essence Highlighter LE. They See Me Glowin'. Den können wir jetzt mal benutzen. Das andere hat mich alles, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Aber dieser Pinsel, der hat mich interessiert. Den können wir jetzt benutzen. Was nehmen wir denn? Sollen wir den mal probieren hier? Den habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Ich hing in letzter Zeit an dem Lama-Highlighter fest. Glazed Donut. Jetzt bin ich gespannt. Cool. Ist der zu hell? Süß nicht. Der ist schon dezent. Sieht
Sieht man das? Also ich mach nur so, ne? Heidewitzka. Weiß noch nicht. Kann man das hier irgendwie mal. Der ist so fest, ich habe Schiss, dass ich mir da irgendwie was mit runterhole. Der ist bestimmt auch gut für Foundation. Der Highlighter-Pinsel. Ist auf jeden Fall weiß. Jo. Ich glaube, den teste ich nochmal mit einem anderen Pinsel. Tuschen den jetzt hin. Hier. So, Lidschattenprimer. As always. Augenbrauen nehmen wir heute mal wieder Puder, da habe ich schon mal wieder Lust drauf. Jetzt habe ich meinen Color Switch im Bad stehen gelassen, habe ich mich sauber gemacht. Naja. So. Hier habe ich auch ein Glitzerding. Eieiei. Wir wollen heute noch dekorieren. Also ich. Ich weiß nämlich nicht, wann ich sonst in nächster Zeit dazu komme und. Ich möchte das in Ruhe machen. Wir haben jetzt auch wieder eine Phase. Da geht das so einigermaßen hier mit dem hellen Strich. Das war's euch. Und wo ist es? Augenbrauen Gel. Und dann kommen wir zur Palette. Und ich muss heute noch, oder möchte heute noch ein Paket fertig machen. Mal was verschicken noch. So. Wir machen mal ein bisschen. Ich habe mir letztens hier auf die Lippe gebissen. Das sieht man ganz gut, gell? Das ist glorreich, glorreich. Schön ist, ich kann mich nicht dran erinnern. Schaut hier in den Spiegel und zwar da. Tada! So. Pinsel. Und dann geht los. Ein minimales Hit the Pan. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist so minimal. Naja. So. Geht es los. Wir starten. Ich würde mal probieren mit Cameo in der Lidfalte. Oh, mir juckt die Nase. Kriege ich heute noch einen drauf. So. Probieren wir den, ob man den. Nein, den sieht man nicht. Okay. Also der ist zum. Muss ich jetzt hier, mache ich jetzt hier auch mal. Der ist zum Verblenden. Dann nehme ich Ash, das Grau. Und mache das gleiche nochmal.
sieht man schon eher. Das ist ja auch ein dezentes Grau, also. Kleineren Pinsel und dann gehe ich in Unveil, dieses Katzenhaar, dunkle Weinrot, dips mir das mal hier außen hin und verblende das so ein bisschen in die Lidfalte mit rein, in der Hoffnung, dass es was wird. Man weiß. Genaues weiß man. Mhm. Gut. So, jetzt Lidschattenpinsel und dann möchte ich mal dieses Moth auf dem Lid probieren. Ich hoffe, das kommt raus. Das ist so eine coole Farbe. Dieser Glitzerpunkt hier unten, der macht mich fertig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so gut sehen kann. Aber hier sieht man das tatsächlich so ein bisschen. Es geht aber noch besser. Wir probieren das mal mit dem Finger. Mit dem Finger ist hier immer noch mal ein bisschen mehr. Bums. Mhm. Was ist jetzt da für einen dunklen Punkt? Mhm. Und dann nehme ich nochmal den Lidschattenpinsel, also den. Und gehe nochmal mit dem dunklen hier so ein bisschen. Moth ist halt so ein ganz dezentes Tönchen. Ich finde das voll schön. Ich habe ja keinen. Manu, ich habe den ja nicht hier. Den Color Switch. Ich habe da jetzt nichts drauf. Ich blende einfach nur mal ein bisschen rum. Das machen wir unten. Ich würde tatsächlich, ich will das jetzt probieren. Wenn es kacke wird, wird es kacke. Ich gehe unten mit Anziehen, mit dem Schwarz direkt am Wimpernkranz lang. Da werde ich ja immer so nervös, wenn ich sowas mache. Gell? Auch oben. Manchmal traue ich mich, ja. Da werde ich immer so nervös, weil ich mir denke, wenn du es jetzt verkackst,
Dann war's das. Sollen wir das mal oben probieren? Aber dann brauche ich mir einen Spiegel, weil ich glaube, das kriege ich. Oder? Nee. Ich habe ja keinen. Wie oft will ich das jetzt eigentlich noch sagen? Ich habe den nicht hier. Und dann gehe ich jetzt hier mit so einem Pinsel in Ash, in das Grau und blende da drin noch ein bisschen rum. Blende das so ein bisschen. Oh je. Ob das jetzt meine beste Idee war? Das wissen auch nur die Götter, oder? Ich meine, klar, das Schwarz wird jetzt durch das Grau ein bisschen abgeschwächt. Dunkel. Dunkel war es, der Mond schien hell. Okay. Und dann gehe ich nochmal mit hier dem Pinsel. Ich lasse die jetzt alle hier liegen in Cameo, in dieses Helle und wenigstens nochmal so ein bisschen drüber geblendet, dass das nicht so ganz ins Gesicht ist. Das ist ja heiterlich. Und ich glaube, hier müsste ich noch ein bisschen höher mit Unveil. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen höher. Das machen wir jetzt so lange, bis wir an den Augenbrauen angekommen sind. So. Sollen wir probieren, Hail mal in den inneren Augenwinkel zu setzen? Das glitzernde Silber. Gucken wir mal. Spray. Du bist dran. Jo, jo. Sieh hier. Ist mal voll daneben sprühen, ne? Man kann das schon erkennen, oder? Ich denke. Gut. Pinsel lasse ich jetzt alle hier liegen. Und dann machen wir doch mal Mascara. Lash Sensational. Soll ich den oberen Wimpernkranz... Jetzt ist die große Preisfrage. Wo sind sie denn, die vielen Daten? Wo sind die kleine? Ach, da. Komm, das machen wir. Erst unten. Den musste ich tatsächlich ein bisschen entspitzen. Weil wenn der komplett frisch angespitzt ist und ich den zu viel anspitze, tut mir das im Auge weh. Oder hätte ich jetzt unten schwarz gehen sollen? Hätte. Oben machen wir schwarz. Oh, aufpassen, der ist auch frisch gespitzt. Oh, nee. Also bei den Geschichten... Für die Wasserlinie mag ich es tatsächlich, wenn die ein bisschen stumpfer sind. Und nicht ganz so pieksi-spitz.
So. Wir haben es überlebt. Jetzt Mascara. Schnummel die Schnups. Irgendwo habe ich da ein Haar. Das tusche ich mir jetzt gerade schön mit. Auch nett. Und da habe ich was im Auge. Und ich sehe es. Ich habe auch eine. Oh. Hahaha. Nee. Oh, der hat jetzt gelacht. Jetzt. Krümel von dem frisch angespitzten Kajalstift. Mit dieser Konzentration. Na, noch so ein bisschen hoch. Na los. Ja. Und noch ein letztes Mal über beide Seiten oben drüber gehen. Immer schön, ich muss das immer drehen, dass diese Wölbung nach oben zeigt. Also von der Mascara-Bürste. So. Ich mag's. Fixieren wir das. Da. Können wir hier schon mal wieder ein bisschen aufräumen. Während das so ein bisschen einzieht. In der Zeit überlege ich mir schon mal, welchen Lippenstift. Tja, nicht. It's a very good question, my dear friends. Jetzt swatchen wir doch mal alle, die ich hier habe. Also wir haben jetzt hier den. Wie swatche ich die denn jetzt? Kann man das denn? Ja, komm. Auch in der Reihenfolge dann hier hinstellen. Dann habe ich mir rausgesucht Mac Stone. Ultra Last Instant Color 05 von Essence. So ungrateful. Könnte jetzt auch sein, dass sich da einige sehr ähnlich sehen. Also, die haben wir jetzt schon mal. Also, das ist der von 183 Days Later, Stone und Ungrateful. Aktuell tendiere ich zu dem ersten oder zu dem letzten, die 010 aus der Terra Attitude von Trend It Up. Der ist mir zu rosy. Geht sonst rosa braun. Dann haben wir Storm von L'Oreal. Ich swatch Kacke. Hallo! Ich weiß doch jetzt, ich müsste mal mehr hier rüber, gell? Toll. Ich und Perspektiven beim Film. Und dann habe ich die beiden. Chilling Grey aus der Powder Matte Reihe von Maybelline. Jetzt
Machen wir die doch einfach hier hin. Der ist zu lila. Ich meine, die sind auch lila, aber der ist lila. Und Concrete Jungle. Noch ein graues Tönchen. Da. Das wäre natürlich... Ich will aber jetzt den neuen probieren, glaube ich. Also ich probiere jetzt hier oben den. Der hier. Gucken wir einfach mal. Mhm. Ist der weich? Ich glaube, ich plotte den mal. Oh je. Beim Blotten verkackt. Ja, hier. Können wir noch machen. Ach so, ja, die könnte ich auch mal runter machen. Kann man auch mal machen. Es funktioniert in letzter Zeit gar nicht mit dem Aufhängen. Das ist jetzt der Look. Aufpassen, dass ich mir das nicht nirgendwo hinschmier. Also Lippenstift bisher gefällt mir gut. So, erster Eindruck jetzt. Ist auf jeden Fall sehr weich im Auftrag. Oh, man sieht voll, wo ich mich gebissen habe, ne? Aber die dümmsten Hunde beißen sich selbst. Ja, mal gucken, wie er sich verhält, der Lippenstift. Augen-Make-up gefällt mir voll gut. Aha. Da hätte ich jetzt noch ein bisschen blenden können. Mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert. Mag ich. Also, mein Look zur Venus Immortalis. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch dieses, das ist ja schon echt kühl, ne? Ob euch dieses Farbschema-Spektrum interessiert. Da gibt es auch jetzt eine neue von Make-up Revolution von diesen 4,99 Paletten. Wie heißen die denn? Reloaded? Die ist ja auch eiskalt. Mit Grau und Grau und Grau. Da war ich ja auch schon im Überlegen. Oh ja, das funktioniert hervorragend hier gerade. Ja, schreibt mir doch mal, ob ihr also auch auf kühle Tönchen steht und ob ihr vielleicht auch schon was von Lime Crime habt. Das ist jetzt alles weg, so in etwa, ne? Und jo. Und ob ihr die auch schon gesehen habt, das würde mich mal interessieren. Also finde ich nicht schlecht, trotzdem hätte ich gerne P2 wieder. Jo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.